Ich freue mich auch sehr, heute hier ein Schlaglicht werfen zu dürfen, ein Schlaglicht etwas Lokalhistorisches, Institutshistorisches, aber durchaus auch repräsentatives Schlaglicht für Textproduktion aus der Kunstgeschichte in der Frühzeit der Etablierung als Fachdisziplin. Und wir sind mit Wilhelm Lübcke bei einem Kunsthistoriker, der hier bei uns am Institut für Kunstgeschichte am KIT, vormals Polytechnikum, hier der dritte Professor war. Er hat unheimlich viel Text produziert und es ist spannend zu sehen, wie an natürlich auch Kunstgeschichte an polytechnischen Hochschulen funktioniert, ob es hier vielleicht, und das ist so auch eine kleine Idee in meinem kurzen Talk, ob es vielleicht auch Einflüsse gibt in bestimmten Textgattungen, die produziert werden, Orientierung an dem, was in den Naturwissenschaften passiert. Und in der populärwissenschaftlichen Textproduktion habe ich jetzt ein, zwei Beispiele rausgegriffen, wo ich sehr große Nähen finden kann. Sie sehen Wilhelm Lübcke hier im Denkmal, als Grabdenkmal geplant wurde, das sich hier auf dem Gelände des KIT befindet, auch hier an der Ostseite dieses Gebäudes, quasi hier an der linken Außenfassade aufgestellt. Es ist ein Denkmal, das seit 1965 hier auf dem Campus steht, vorher auf dem Gelände vor der Kunstschule im öffentlichen Raum. Es ist angefertigt worden nach seinem Tod 1893, 95 groß eingeweiht worden. Und Sie sehen ihn hier vertieft dasitzend in große Folianten einschreiben, vor einer Architektur sitzen. Die Folianten, die Sie sehen, und daneben sind noch eine ganze Reihe dicke, große Opuswerke aufgestellt, sind vom Bildhauer Heinrich Weltring so ein bisschen in Erinnerung angelegt, dass wir es hier mit einem Kunsthistoriker vor uns haben, der unglaublich produktiv war. Die Notiz- oder Textbücher, das sei angemerkt, wir haben einige in der hiesigen Landesbibliothek, die sind nur ungefähr so groß. Bereits zu seinen Lebzeiten gibt es sehr viele wirklich biografische Würdigungen in Fachzeitschriften, Tageszeitungen, in illustrierten Blättern wie hier dem illustrierten Unterhaltungsblatt von 1874, wo sozusagen dem Publikum wie ein bisschen in der bunten heute ein neuer Professor der Kunstgeschichte vorgestellt wird. Es ist einer, wie es hier heißt, eine der geachtetsten Stellen der allgemeinen Kunstgeschichte, die er jetzt gerade vor einiger Zeit angetreten hat. Wir sind hier im Jahr 74, da befindet sich Wilhelm Lübcke in Stuttgart, wo er 1866 eine Professur angetreten hatte. Zuvor war er in Zürich. Also wir sind immer an polytechnischen Hochschulen, wo er Professor wird. In dem kurzen Lebensbericht wird, wie in ganz vielen anderen Artikeln und Berichten über seine Vorträge, die man in der Tagespresse finden kann, also Sie finden Berichte, er hat gerade einen Vortrag beim Verein der Künstler oder einem Kunstverein gehalten, im Museum, und es wird davon gesprochen, dass er unglaublich redegewandt ist. Und das wird immer wieder betont, da sind wir bei dem Thema der Vermittlung an ein Publikum draußen im Museum, aber auch bei Kunstvereinen, in anderen gesellschaftlichen Kontexten. Er ist einer, der hier wohl wunderbar in der Redekunst überzeugt hat. Ein Aspekt, der sicher auch wichtig ist im Zusammenhang mit der Textproduktion von ihm. Und man muss auch wissen, er wurde als Lehrer ausgebildet, hat das erste Staatsexamen gemacht, hat auch ein Jahr am Friedrich-Werderschen Gymnasium gelehrt und sich dann aber entschieden, nein, ich gehe jetzt doch in die Wissenschaft. Abschluss findet diese kleine Vorstellung, die zudem noch mit einem Porträt versehen ist, damit man sich auch wirklich ein Bild des Professors hier machen kann, mit einer Vorstellung und Charakterisierung seiner publizierten Werke. Es wird beschrieben, das habe ich Ihnen markiert, dass alles ganz klar und populär in der Darstellung ist, dass es zudem bei ihm Illustrationen gibt in seinen Texten. Und das Ganze
ist eben auch in manchen anderen Besprechungen so zu finden. Auch sein erstes Handbuch 1855 war, das heißt Geschichte der Architektur in mehrfachen Auflagen mit 174 Holzschnitten illustriert. Und das war auch eine des ersten Handbücher, wo sie wirklich Illustrationen nicht als extra Tafelband haben, sondern integriert im Text. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, quasi der Wissensaufbereitung der kunsthistorischen, dieser Handbücher. Wie wird Bild im Text integriert? Was wird gezeigt? Da gibt es ganz unterschiedliche Bildtypen, die hier Verwendung finden. Neben zahlreichen Monographien bis heute zum Teil grundlegend geltenden ersten Überblickshandbüchern zu Themen der Architektur, Plastik, Malerei und Kunstgeschichte einzelner Länder, kleine selbstständige Arbeiten, das sind um die 40, hat Wilhelm Lübke unzählige Rezensionen und Aufsätze für verschiedene kunsthistorische Fachzeitschriften, für verschiedene populärwissenschaftliche Journale der Zeit, wie Westermanns Monatshefte, die Gegenwart etc. für Tages- und Wochenzeitungen geschrieben. Das Ganze hat er in 4 Sammelbänden zeitlebens immer wieder auch mal wieder publiziert, wo er sagt, das sind wichtige Texte, die verschwinden in der Tagespresse und wenn ich die heute suche, in der Tat, nicht alle Landesbibliotheken haben die Mikrofilme noch da, dieser Tageszeitung, also findet man die tatsächlich fast nicht mehr. Eine ausführlich recherchierte Bibliografie, die ich erstellt hatte, belegt, dass die Zeitgenossen Lübkes ihn nicht zu Unrecht als leichtfertigen Schnellschreiber bezeichneten, denn allein für das Deutsche Kunstblatt gibt es ungefähr 100 Beiträge, 64 Aufsätze, Rezensionen für die Zeitschrift für Bildende Kunst und allein für die Allgemeine Zeitung gibt es 251 Beiträge, Rezensionen, größere Aufsätze, Besprechungen von Stichwerke. Das ist eine Riesenmenge, die er von quasi den Jahren 1849 bis zum Ende, bis zu seinem Tod für diese Zeitung geschrieben hat. Das heißt, Rezensionstätigkeit für die öffentlichen Organe, das ist ein ganz wichtiger Punkt für ihn. Mehrere Texte beschäftigen sich nicht nur mit der Kunst, sondern auch mit Poesie, Musik, Opernaufführungen, zeitgenössische Forschungsliteratur, Ausstellungen werden besprochen, die Kulturszene von verschiedenen Orten werden aufgerufen. Und das ist eben ein unheimliches Feld, das ihn auch so als wirklich kulturhistorisch interessierten Kunsthistoriker auszeichnet. Viele kunsthistorische Kollegen haben ihn stark kritisiert aufgrund der großen und enormen Publikationstätigkeit, aber auch aufgrund bestimmter Ungenauigkeiten, Oberflächlichkeiten, fehlender Tiefe in diesen Handbüchern, die vorwiegend aber eben auch Überblickswerke waren. Und das ist so mein Punkt, die Beurteilung muss man bedenken, dass gerade die Handbücher und eben der große Teil der Texte für die Tageszeitung natürlich für einen ganz anderen Rezipientenkreis geschaffen sind, nicht für das Fachkollegienpublikum, sondern natürlich für ein breites Publikum, das sich bilden soll in der Kunst, Geschichte, ästhetische Bildung hier vorangetrieben wird in dieser Zeit. Es gibt größere sogenannte Coffee-Table-Books, könnte man sagen, Tizian-Album, Raphael-Album, kurze, knappe biografische Notizen und dann einfach schön Bildtafeln en bloc, wo er mitgeschrieben hat. Es gibt ein großes Werk von ihm, den Grundriss der Kunstgeschichte von 1860, 11 Auflagen, Übersetzungen in 4 Sprachen, solange er gelebt hat, danach 12. bis 16. Auflage bis 1924 immer wieder neu aufgelegt und publiziert. Also er ist quasi einer der Bestseller-Autoren in der Kunstgeschichte und das macht ihn für die Tagung der Populärwissenschaft eben auch als Figur ganz spannend. Er selbst sagt, dass es klar ist, dass man natürlich schon Handbücher hat, Lehrbücher, aber für das größere Publikum es einfach schwierig ist, vor allem in der Architektur, und da hat er viel dazu geschrieben, dass sie hier zwar die älteste und ehrwürdigste Kunstform sei, dass es aber hier an Hilfsmitteln fehlen würde, dem Laienpublikum erstmal die Fachbegriffe klar zu machen, die man braucht, um Architektur verstehen zu können. Und auch nach einer Italienreise 1960, wo er diesen Grundriss geschrieben hat, schreibt er,
Einmal möchte er seine Ergebnisse im Fachorgan, und zwar in den quasi Mitteilung der Wiener Zentralkommission darlegen, Fachaufsatz mit entsprechender Illustration. Und dann aber geht es weiter, Zitat, beschloss ich, die ganze Kunstgeschichte in einem populären Handbuch darzustellen. Es entstand also mein Grundriss der Kunstgeschichte. Also er unterscheidet einmal, die Ergebnisse gibt es in den Fachaufsätzen und dann noch als populäres Handbuch. Diese Wissensvermittlung für das breite Publikum ist von einigen seiner Zeitgenossen durchaus aber gewürdigt worden. Wir haben verschiedene Äußerungen. Eine davon zeige ich Ihnen hier im Hintergrund. Fontane, mit dem er selbst befreundet war, ist mit ihm auch auf einer der Reisen durch die Mark Brandenburg gereist. Die haben sich beiden gegenseitig mehrere Rezensionen geschrieben. Auch das wäre ganz spannend, sich genau anzuschauen. Also Fontane hat, glaube ich, 20 Rezensionen zu Lübcke-Werken geschrieben und umgekehrt. Das hier ganz deutlich macht, wie er sagt, fasse ich die Vorzüge des Werks, und da geht es jetzt um die Geschichte der italienischen Malerei, auch ein großer Rundumblick, noch einmal zusammen, so lauten sie, bei glänzender Fülle des Details, überall Gliederung, Klarheit und Maß. Mehr als irgendein anderer Schriftsteller seines Fachs, auch die berühmtesten nicht ausgenommen, hat Lübcke zur Popularisierung kunstgeschichtlicher Kenntnis beigetragen und nicht bloß in Deutschland. Seine glückliche, dem Doktrinären abgewandte Natur, seine belebte Sprech- und Schreibweise ließen ihn die großen Resultate, wovon die zahlreichen Auflagen seiner Bücher Zeugnis ablegen, erringen. Es traf sich zudem glücklich, dass sich Lehrer und Schriftsteller in ihm gegenseitig unterstützten. Und das finden wir bei einigen weiteren Autoren auch noch geschrieben. Ich habe das nur rausgewählt, weil Franz Reber auch wirklich mal seine Arbeiten als populärwissenschaftliche Bücher wirklich bezeichnet in einer Rezension zu der Geschichte der deutschen Kunst. Im Folgenden möchte ich also zum Abschluss noch einen kleinen Blick werfen auf ein paar Texte für das Feuilleton. Nicht im Rezensionsbereich, auch das wäre spannend, sich anzuschauen, sondern einige aus der Münchner eben Allgemeinen Zeitung, wo er, und das ist eben auch bezeichnend hier, an Mechanismen zur allgemeinverständlichen Vermittlung komplexer Wissensinhalte der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert anknüpft. Und es ist eine Textgattung, die er häufig verwendet, die Andreas Daum und auch Carsten Kretschmann, die Namen sind, also Daum ist auch schon gefallen, groß untersucht haben. Es sind die Reisebeschreibungen oder Reiseberichte, die auch im naturwissenschaftlichen Kontext als Textgattung benutzt werden. Ein Beispiel, da bleiben wir auch wieder in der Region. Wir reisen nach Baden-Weiler und haben einen Aufsatz in mehreren Teilen publiziert von Lübcke zu Baden-Weiler, einem Totentanz, wie die Überschrift heißt, das ist das, was er hier entdecken wird, und er steigt ein mit einer ganz blumigen Beschreibung, wer Baden-Weilers schattige Wälder, saftig grüne Matten und liebliche Weingelände kennt, der weiß, dass dies einer der schönsten Punkte auf deutscher Erde ist. Auf weitgestrecktem Arme, sanft über den Talgrund emporgehoben, umfasst von den schützenden Bergrücken des Blauen und seiner Trabenten, schaut es weit in die herrliche Rheinebene bis zu der weich geschwungenen Kette der Vogesen, dieser natürlichen Westmark des deutschen Landes. Und so geht es dann weiter, und er kommt nach einer kurzen Einführung dahin, und doch sollte es dem Kunsthistoriker hier eine Überraschung aufgespart sein. Und es drängte sich ihm eine Entdeckung entgegen, an die er am allerwenigsten hier gedacht hätte. Und was ist das jetzt? Es ist das Innere der Kirche in Baden-Weiler, was er erstmal geht er klassisch zu den römischen Überresten, den Ruinen, das ist klar. Die Kirche sieht außen nicht besonders toll aus, wie er schreibt, aber es hat ihn nicht abgehalten, reinzugehen als echten Kunsthistoriker, und dann entdeckt er darin einen Totentanz. Also es geht hier in
dieser sehr, wie Fontane sagt, belebten Sprech- und Schreibweise darum, den Leser hier wirklich mitzunehmen auf eine Reise in das Badenweiler. Es ist eine sinnlich erlebbare Natur hier geschildert. Erstmal steht das im Vordergrund, bis man zum Objekt kommt, das für den Kunsthistoriker von Interesse ist. Es folgt dann eine nähere Betrachtung dieser Objekte. Es ist wirklich eine Mischung bei ihm zwischen belletristischer Erzählung, Vermittlung von Impressionen, fachliche Erklärungen, die den Leser wörtlich ansprechen. Und in ein, zwei anderen Beispielen gibt es dann auch die direkte Ansprache auf einer anderen Reise, wo er sagt, Zitat, wenn du, lieber Freund, mir bis hierher mit der aufmunternden Nachsicht gefolgt bist, die ich an dir kenne und schätze, so werde ich dich doch wohl bitten dürfen, nun auch auf der letzten Station meiner Reise, die sich auf dem Papier wie in der Wirklichkeit rasch dem Ende zuneigen muss, mir treulich zur Seite zu stehen. Und so geht das dann weiter, wirklich direkte Ansprache. Er ist der fiktive Reisebegleiter, der als Kunsthistoriker jetzt die Leser der Allgemeinen Zeitung mit auf die Reise nehmen. So gibt es einige Beispiele. Man könnte noch mit ihm nach Donaueschingen reisen und wie so viele vielleicht von Ihnen über die Bahn klagen, denn wie er sagt, so langsam ist er noch nie dorthin gekommen. Er hat 13 Stunden gebraucht, um dorthin zu kommen. Ja? Und er schreibt dann an zum Schluss, denn was nützt alle Pünktlichkeit, wenn dann noch bei Villingen die Badische Bahn uns zumindest 3/4 Stunden auf den Anschluss warten lässt. Also er lässt hier den Leser wirklich mitfühlen und da hat sich bis heute nicht ganz so viel geändert. Das sind einige Impressionen, um zu sehen, wie er sie im Feuilleton, in den Tageszeitungen arbeitet, was er als Kunsthistoriker jetzt hier versucht, den Leser sozusagen seine Entdeckungen mit ihm zu machen. Und es geht aus einigen Schriften hervor, dass er eben ganz bewusst auch diese populären Textgattungen wählt, eine Darstellungsweise, die für ihn ganz bewusst abgegrenzt wird von fachwissenschaftlicher Darstellung. Nur der zweite Teil des Zitats würde ich zum Abschluss noch vorlesen. Allein man bedenkt nicht, dass ein gutes, populäres Buch unendlich viel schwerer zu schreiben ist als ein streng fachwissenschaftliches. Was aber vollends das Schreiben über Kunst betrifft, und das betrifft dann quasi all seine Aufsätze, so gehört dazu nicht nur bloß Gelehrsamkeit, sondern vor allem ein starker Hauch nachempfindender Fantasie, ein kleines Stück dichterischer Begabung und vor allem das von sehr wenigen besessene Geheimnis anziehender und lebensvoller Schilderung. Ich glaube, an den zwei Beispielen hat man gemerkt, dass er das wohl mit großem Elan und verfolgt hat und deshalb auch mit einer der absoluten best- und meistgelesenen Autoren, Kunsthistoriker dieser Zeit war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.